Fünfter Spieltag in der Regionalliga West und das dritte Heimspiel für den Wuppertaler SV. Und wie der Zufall es so will, drittes Heimspiel, es geht gegen den dritten Aufsteiger nach Herkenrath und Lippstadt. Heute zu Gast der SV Strahlen mit einem alten Bekannten, mit Kevin Weggen in der Startformation. Außerdem haben sich die Strahlener hochkarätig verstärkt, unter anderem der Mann aus Chemnitz, Björn Kluft, heute auch von Beginn an dabei, der gebürtig aus Wuppertal kommt und früher bei Grün-Weiß gespielt hat. Beim WSV gibt es zwei Veränderungen in der Startformation im Vergleich zum 1:1 Unentschieden gegen den SC Verl. Für Daniel Grebe und Kamil Bednarski sind heute von Beginn an dabei. Kevin Hagemann zum ersten Mal in der Startelf seit September 2017 und außerdem Marco Cirillo. Das sind die Highlights hier bei WSV TV. WSV gegen Strahlen. Thank you.
Unser Johnny ist bei uns, Jonas Erwig-Drüppel. 4:1 Sieg heute gegen den SV Strahlen. Das war aus WSV-Sicht ein hochverdienter Sieg. Wie hast du das auf dem Feld gesehen? Ja, das sehe ich genauso. Die ganze Mannschaft hat heute eine super Leistung gezeigt. Von vorne bis hinten haben wir zusammengearbeitet. Man hat gesehen, wir haben darauf aufgebaut, was wir in Fell angefangen haben. Wir waren viel aggressiver, haben die zweiten Bälle gewonnen, haben auch konsequenter nach vorne gespielt, auch die Tore gemacht. Und ja, haben uns heute endlich belohnt für die ganze Laufarbeit auch und sind jetzt überglücklich, dass wir jetzt endlich mal wieder ein Dreier einfahren konnten. Und zur Halbzeitpause 2:0, du hast beide Tore von Christopher Kramer eingeleitet, hat schon sehr gut harmoniert zwischen euch beiden. Ja, es hat gut gepasst, man guckt halt vorher hoch und den Chris kann man ja nicht übersehen, der ist ja schon eine Maschine und dann, ja, wenn man reinspielt und die kommt halbwegs gut rein, dann macht er die Dinger weg und gut für uns. Von dir auch ein sehr, sehr starkes Spiel heute. Wie kaputt bist du jetzt nach diesem Spiel? Ja, ich war sehr kaputt. Ich dachte, dass ich die dritte Auswechslung bin. Hab schon gewunken, aber der Trainer hat mich nicht gesehen. Da musste ich nochmal auf die Zähne beißen und aber alles gut. Hab's überlebt. Nach dem Lippstadt-Spiel hat der WSV so ein bisschen Prügel bekommen, anschließend in Fern nach dem Rückstand zurückgekommen. Heute das Ding überzeugend gewonnen. Wie wichtig war das auch für die Mannschaft am 5. Spieltag, nochmal so ein Ausrufezeichen zu setzen? Ja, man hat schon gemerkt, dass hier in den letzten Wochen die Ergebnisse nicht so gestimmt haben. Und wir sind deshalb jetzt überglücklich, dass wir den Trend jetzt mal umdrehen konnten und die 3 Punkte geholt haben. Und darauf können wir jetzt richtig aufbauen und dann geht es nächste Woche weiter. Am Samstag in Gladbach. Jonas Erwig-Drüppel, vielen Dank. Danke auch. 2. Saisonsieg für den WSV nach dem 3:1 gegen Herkenrath. Heute ein 4:1 gegen den SV Strahlen. Unser Cheftrainer ist bei uns, Christian Britschow. Wie zufrieden bist du mit diesem eindeutigen Ergebnis heute? Sehr zufrieden, auch wenn das Spiel zwischendurch nicht immer hergegeben hat, dass es am Ende so eindeutig ist, würde ich sagen, es ist trotzdem verdient, auch in der Höhe. Wir waren über 90 Minuten wirklich die spielbestimmende Mannschaft, haben dann vor dem 3:0 einige lange Bälle zugelassen, sodass es da einige Male kritisch wurde, aber mit dem 3:0 kam eigentlich ein gutes Gefühl dann, auch, glaube ich, überall auf die Ränge, dass du dann gefühlt im Gegenzug das 3:1 bekommst, ist dann natürlich unschön, aber es gehört dem Fußball dazu. Wie sehr ärgert dich der Gegentreffer heute? Ich bin manchmal echt ein Pedant. Gegentreffer ärgern mich immer unheimlich. Letztendlich ist es mir bei einem 4:1 nicht egal, aber es ist jetzt echt leichter zu verschmerzen. Wir haben schöne Kombinationen gesehen, unter anderem von Jonas Erwig-Drüppel und Christopher Kramer, die die ersten beiden Tore quasi als Co-Produktion eingeleitet haben zum 2:0 Halbzeitstand. Was hat heute gut funktioniert für dich auf dem Rasen? Vieles. Unsere Aufteilung hat gut funktioniert, so wie du es gesagt hast. Wir haben uns viele gute Chancen kreiert, rausgearbeitet. Das war nicht auf Zufall basierend, sondern da steckte der Plan dahinter, den die Jungs dann heute gut umgesetzt haben und das freut dann umso mehr. Zu Beginn der zweiten Hälfte musste Gino Windmüller raus, für ihn kam Gaetano Manno rein. Hast du schon aktuelle Infos, wie es Gino geht? Noch keine konkreten. Er soll wohl einen Bänderriss am Fußgelenk haben, aber genaueres weiß ich noch nicht, also es sieht wirklich nicht gut aus. Wenn wir aktuell auf die letzten beiden Partien gucken, in Ferl zurückgekommen, nach dem Rückstand noch einen Punkt mitgenommen aus Ferl, heute ein überzeugender Sieg. Wie wichtig ist das auch für die alltägliche Arbeit beim WSV, dass nach dem Lippstadt-Spiel ja, dieser Prügel dann nicht mehr da ist, den die Mannschaft teilweise dann bekommen hat? Für die alltägliche Arbeit ist es, für die Jungs ist es gut. Ne? Die alltägliche Arbeit, die bestreiten die Jungs in Co-Produktion mit dem Team, da kriegen sie nicht jeden Tag Prügel. Wir wissen selber, welche Fehler wir machen, analysieren die und stellen uns dann aber nicht hin und prügeln 5 Tage lang drauf. Also es ist eben so, dass du dann im Umfeld wahrnimmst, dass man unzufrieden ist, was auch völlig in Ordnung ist nach unseren gezeigten Leistungen. Aber auf jeden Fall nach den ersten Spielen, mittlerweile, denke ich, haben sich die Jungs einigen Kredit zurückerkämpft und genau da müssen wir weitermachen. Also das heute sollte tun, ist nur ein Startschuss in die richtige Richtung sein. Und in 8 Tagen geht es dann weiter mit einer englischen Woche, die vor der Brust ist. Christian Britschow, vielen Dank. Alles klar, danke schön.